Pro Schweizer Wirtschaftsregion, das sind 8 an der Zahl, wird alle 2 Jahre der Prix SVC des Swiss Venture Club an Unternehmen mit innovativer Technologie oder fortschrittlichem Geschäftsmodell vergeben. Die herausragenden Firmen werden von einer Expertenjury identifiziert. Die Kriterien sind vielfältig. Wir suchen regional verankerte Unternehmen mit gelebter, nachhaltiger Unternehmensführung, innovativen Geschäftsmodellen, einzigartiger Value Proposition und zukunftsorientierten Strategien. Ein regionaler Beitrag, die Nachhaltigkeit der Strategie und ein konkreter Leistungsnachweis sind nur einige von zahlreichen Anforderungen. Es entsteht eine Longlist, in der die KMU in die Kategorien A bis C eingeteilt werden. An einer ersten Jury-Sitzung wird diese Longlist analysiert, diskutiert und reduziert. Die Besten der Besten werden ausgewählt und in einer Shortlist festgehalten. Nun wird persönlich, per Telefon oder vor Ort, interviewen die Jurymitglieder die Unternehmen, um sich ein konkretes Bild zu machen und Fragen zu stellen. Mit diesen neuen Eindrücken geht's an die nächste Jury-Sitzung. Die Mitglieder stellen die Unternehmen im Detail vor. Die 5 überzeugendsten werden für den Prix SVC nominiert. Am Firmenbesuchstag wird es ernst. Die Jury nimmt die Unternehmen genau unter die Lupe. Ein Tag, 5 Firmen. Jedes Unternehmen hat genau eine Stunde Zeit, sich der Jury von ihrer allerbesten Seite zu präsentieren und damit zu überzeugen. Anhand der Kriterien werden Punkte vergeben. Das Unternehmen mit der finalen Höchstzahl gewinnt. Die Rangierungen werden festgelegt und bis zur Siegerehrung geheim gehalten. An der feierlichen Preisverleihung wird der Erstplatzierte mit der SVC-Siegeskulptur geehrt. Doch Gewinner sind sie alle, denn alle wurden als Vorzeigeunternehmen der Region identifiziert. Den Preisträgern winkt nebst medialer Präsenz und Networking-Möglichkeiten an der Preisverleihung vor allem eins: Anerkennung für ihre geleistete Arbeit.